herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Die dümmsten Schätzfragen. Kelly sitzt heute hinter der Kamera und wird uns die Fragen stellen. Schätz mal, wer der Dümmste ist. Auf jeden Fall haben wir hier ein paar Jelly Beans. Und wer die falsche Antwort macht, der muss leider so eine Bohne nehmen. Und es gibt gute Bohnen und nicht so leckere Bohnen. Ich nehme die guten. Ich habe mal gelesen, irgendwie gab es hier Hundefutter. Der Kokosnuss oder vergammelte Milch. Schauen die gleich oder Geburtstags, ja, das sehen ja gleich aus. Ja, entweder Birthday Cake oder welches Putzwasser. Naja, da sind wir mal gespannt. Da sind wir mal sehr gespannt. Wir haben auch einen Eimer dahingestellt. Ja, wir schmecken das nicht so bekommt. Wir schreiben dann immer auf, was wir schätzen und was wir scherzen. Ja. Wie viele Buchstaben hat das hawaiianische Alphabet? Wie das Deutsche, oder? Hat es weniger oder mehr wahrscheinlich, oder? Ha? Ja, ihr sollt es aufschreiben. Ja, es ist halt genauso viel. Das ist einfach so eine dumme Frage. Und wie viel sind es? Hololulu. Das Alphabet, es gibt ja mehrere Wörter. Also ja, dachten wir schon. Ja. Aber vielleicht ist es eine Scherzfrage. Ja. Wie viel hatten das? Ich schaue mir mal was auf. Was hast du? 24. Ich habe 36. 12. 12? Haben die so wenig? Da darf der Chris eine Jelly Bean. Du hast erwischt, hä? Ah, Apfel. Hattest du Glück gehabt? Ja. Wie nennt man einen ganz alten Schneemann? Wasser. Pfütze. Sehr gut, aber ich sollte es eigentlich aufschreiben. Oh. Ah, stimmt. Oh. Ich sag Pfütze. Also wegen Spielregelverletzung beide ein Jelly Bean. Nein. Sehen wir Grüne bei Apfel oder so. Muss ich jetzt auch eine nehmen? Ja, freilich. Kurz einmal. Meins ist lecker, süß. Meins mit einer vergammelten Milch. Oh Gott, spuck's aus. Aber ist der schlecht. In welchen Zug passt nur ein Mensch, egal wie man sich anstrengt? Hä? Ein Mensch. Ich hab's. Komm, passt man doch nicht rein. Ach so. Ich darf dir jetzt nicht sagen, ne? Nein. Der grinst schon so, der hat's Nein. bestimmt ich erraten. Ich hab den Anzug. Gut, und ich hab den Klimmzug. Weil das kann nur ein Mensch machen und ist auch ein Zug. Ja, Mai, mir ist kein anderer Zug eingefallen. Klimmzug ist auch schön. Da kann nur einer einen Klimmzug machen und ich sowieso nur bloß einen. Okay. Riecht gut. Es schmeckt noch nicht. Tut mir leid, ich kann nichts anderes sagen. Es wird ein bisschen weihnachtlich. Mhm. Welche schmeckt nach Schokolade. Ägyptischen Bauwerke lieben die Deutschen zu Weihnachten am liebsten? Welche Bauwerke? Wer nicht aufpasst, den bestraft die Jellybean. Oh Gott, nee. Ja. Dominosteine. Ach so, das war ja, Domino. Letztes Jahr haben wir mindestens davon an einem Tag 80 bis 100 gesehen. 1, 2, 3 Zeichen. Also eine Christbaumpyramide oder so. Hm? Sehr ich gut. Eine Lebkuchenpyramide. Das ist auch schön. Ach, Lebkuchenpyramide. Das ist denn eine Christbaumpyramide. Okay, und du musst eine nehmen, ne? Nein, das auch gilt. Lebkuchenpyramide. Wir haben zwei Pyramiden. Ja. Ach so, genau. Wir waren so gut. Wir waren sehr gut. Chris? Mensch, ich mache ein Häkelchen. Bleiben wir mal bei Weihnachten. Wie viele Weihnachtsbäume werden in Deutschland pro Jahr verkauft? Die meisten haben schon einen daheim. Das ist ein nicht lebendiger. Schreibst du denn so lange, du Liebe zeigst? Das ist nur eine Zahl, Chris. Also wir haben in Deutschland 82 Millionen. Wenn man geteilt durch 4 Rechnen, also in einem Haushalt Monat, dann sind es 20 Millionen. Dann absolut ganz sicher. Doch. Hast du meinen Stoppzettel klar? Nein. Nein? Wie viel hast du? 25.000, dachte ich. 1.000? Ja. Ich habe 30 Millionen. Das ist unglaublich, das stimmt. Echt, Chris? 30 Millionen? 30 Millionen? Oh, wow. Was ich, hast du mit 25.000? Ich habe gedacht, die haben alle einen künstlichen Baum, weil jedes Jahr nehmen und so, hä? Nee, weil ich habe das ausgerechnet. Echt? Ich habe zwei Millionen eingezogen, wenn ich das nachfahren. Und dann habe ich die Situation 2 Millionen zugefügt, weil dann haben wir 2 oder 3 Millionen zugefügt. Also, ich denke einfach, die kaufen sich alle was für jedes Jahr künstlich oder gar nichts. Manche machen gar nichts rein. Mhm. Ja, ja. Ich nehme wieder Schokolade, das war lecker. Vielleicht ist diesmal Putzmittel. Riecht gut, Schokolade. Was hast du? Schokolade. Ich habe Glück. Ich bin ein Glückskind. Welcher Planet unseres Sonnensystems ist der Sonne am nächsten? Wissensfrage haben wir nicht. Nur wer sich mit Astrologie beschäftigt, kann es sowieso wissen, weil dieser Planet, den bezeichnen wir oft als von der Sonne verbrannten Planeten und das weist ja darauf hin, dass der sehr nah sein muss. Ah, jetzt weiß ich. Verbrannt. Und? Okay, zeig mal. Ich habe Venus, weil die ist warm. Die Venus ist warm, ist schön. Du musst doch ein warmer Planet sein.
gut gemacht. Also du hast ja nur positive Erfahrungen, Chris. Das ist sehr schön. Ja, aber du musst trotzdem eine Jellybean nehmen. Warum? Der Merkus, oder was hast du gesagt? Merkur. Und Merkus. Merkur. 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 Ja, der Merkur ist verbrannt. Ja, das weiß ich halt, weil ich da mal was gelernt habe darüber. Aber gut, ich muss keine Boni nehmen, das ist gut. Aber jetzt bin ich ganz so schlecht. Du bist Busfahrer. An der ersten Haltestelle steigen 5 Gäste ein. An der zweiten Haltestelle steigen 3 Leute zu und 2 Leute aus. An der dritten Haltestelle steigen 4 ein und 5 aus. Wie alt ist der Busfahrer? Der ist heute 50 geworden. Hey, das hast du doch gar nicht gesagt. Natürlich nicht. Also, zeig mal, was ihr geschrieben habt. Ja. Ich habe 35. Mein Busfahrer ist 36 Jahre jung. Also dein Busfahrer müsste tatsächlich älter sein wie Chris seiner. Warum? Ich habe nämlich gesagt, du bist Busfahrer. Ach so, ich bin der Busfahrer. Also ist er 55? 34 meine ich. Ja, aber wir sind jetzt näher dran. Was hast du 34 aufgeschrieben? 35 minus 17, was ist denn das? Ja bitte, Abiturfolge 18. 19 Jahre im Verzug. Ich bin aber näher dran. Braun gefleckt. Bestimmt Gaffee. Ja, das habe ich ja gesagt. Ich habe meinen Stöpsel verloren. Oh, das schmeckt schlecht. Aber ich echt schon. Wann feiert man eine Petersilienhochzeit? Schätzt mal. Hä? Den Begriff gibt's. Also so? Eine silberne Hochzeit, goldene Hochzeit. Es gibt eine Petersilienhochzeit. Kleiner Tipp. Die haben wir, Rosi, wir beide schon hinter uns. Muss doch irgendeine komische Hochzeit sein. Gibt es auch eine Oregano? Ja, das ist gut. Also, ich dachte jetzt so, oder? Ja, das nicht ist zeigen. Auch, genau. So, hast du aber auch ich habe 15 Jahre gesagt. 15 Jahre? Jedes Jahr. Oh, ja, das ist interessant, weil ihr beide exakt gleich entfernt liegt. Zwischen 10 und 15 Jahre. 12,5. Echt? Und ihr habt das gefeiert. Nee, das wussten wir doch gar nicht. Wie viele Knochen hat der erwachsene Körper? Oh Gott. Viel mehr als ich denke, glaube ich. Sagen wir mal, ist glaube ich schon weit gegriffen. Oder wäre viel zu wenig? Also, ich glaube, viel mehr. Aber ich, was das zählst du? 100 ich Knochen! 100 gemacht. Oh Gott, 24. Aber unsere ja, Handmama hat doch so, hier schon. Habe ich das schon? So. 1, 2, 3, oh 4, Gott, 5, 100. 6. Hat doch schon 5, oder nein, hier sind auch noch Knochen. Das hat schon eine Hand 20 Knochen. Du bist ja eine Schlange. Oh Gott, ich war falsch, gell? 100, kommt es hin? Na, bestimmt mehr. Es sind genau 206 Knochen. Nee. Echt? Da ja, gut, aber ich schreib's mal dahinter. Das ist ja Wahnsinn. Müssen wir jetzt beide was essen? Nein, oder? Du bist am weitesten entfernt. Okay, ich nehme wieder was Braunes, vielleicht ist es Schokolade. Ich habe immer Glück, hallo. Das ist Hundefutter, du riechst nach Hundefutter. Du merkst es gar nicht. Vielleicht sind meine Geschmacksnerven schon total im Eimer. Herzfrage, was besitzen die Störche, was außer ihnen kein anderer Vogel hat? Ich schreib's mal auf. Du darfst nicht gucken. Ich habe auf die Rückseite geschrieben, na klar, die wollen alle. Ich habe einen Horst. Die Klappe. Horst, den gibt es noch bei anderen Vögeln auch. Nein. Das ist eine Scherzfrage. Das ist ein Hast du schon mal den Begriff Adlerhorst gehört? Nö. Das merkt man. War das eine ernste Frage? Eine Klappe, stimmt. Eine Klappe. Klapperstorch. Eine große Klappe haben wir auch. Ein Pelikan. Nee. Ja, was ist denn jetzt? Babys oder was? Storchenjunge. Keine anderen Vögel besitzen Storchenjunge. Dann kann ich doch auch sagen, dass der Storch Storchenfedern hat, sonst hat niemand Storchenfedern. Da war ich doch sehr nahe. Ich muss dich nichts nehmen, gell? Du hast eine Klappe. Storch. Ja, Klapper vom Klapperstorch. Da hättest du Storchenklappe geschrieben oder ein Storchenhorst. Ach, Storch. Dann hätte es so gestimmt. Ah, sind wir alle Zeit, ich schreibe vorhin mal Storchenklappe hin. Mama, nimm auch eine. Oh Gott, ich nehme jetzt Zitrone. Schwarze. Zitrone. Mama, wir wollen noch anstoßen. Achso, du. Ding. Guck dir mal. Alle beide sehr schön falsch. Welches ist die gefährlichste Jahreszeit? So, Rosi hat mir nicht aufgepasst. Welches ist die gefährlichste Jahreszeit? Wie sind das jetzt gemeint? Wo am meisten Einbrecher sind oder wo am meisten Strandunfälle sind? Es geht mehr Richtung Scherzfrage, aber man muss es auch begründen können. Also es ist schon gefährlich für die Allgemeinheit. Und ich schreibe mal was auf und dann... Ja, die meisten Waldbrände sind im Sommer. Ich schreibe alles, was gefährlich ist, auf. Scheiße, alle Jahreszeiten. Nein, ich habe so, schau, guck mal, Winter. Weil da ist Glatteisgefahr und Lawinengefahr. Ja, das könnte es neu liegen. Sommer.
weil da gibt es die meisten Strandunfälle, da gibt es die meisten Haiattacken, da fallen die meisten Kokosnüsse vom Baum. Und da ertrinken die meisten. Da ertrinken die meisten, da gibt es die meisten Waldbrände. Das Aber es ist der Frühling, weil da schießt der Salat und die Bäume schlagen aus. Lassen wir die Jelly Bean, weil ihr noch welche im Mund habt. Wie hoch ist der Höhenunterschied im Amazonas? Also der tiefste bis zum höchsten Punkt. Also. Also mit sowas bin ich mit Zahlen und dann noch Schätzen. Amazonas, das ist schwierig. Also das kann ich nicht. Da muss ich passen, da muss ich halt eine Biene nehmen. Also jetzt schreibe ich einen Schmarrn, weil ich weiß es wirklich nicht. Achso, muss man was mit Kilometer machen. Bei mir sind es ein paar Meter. Ich war nie dort, wir müssen mal einen Ausflug hin machen, ne? Ja, wie lang ist denn der? Also wie lang ist das, weiß ich jetzt nicht genau. Zeigt mal eure. Also ja, das sind 3 Meter, das ist ja klar. Ich habe 5 Kilometer. Gut, kann man diesen Kilometer rechnen, ey? Keine Ahnung. Hey, also, sag's uns, mein Gott, ich kann nicht sowas schätzen, wo ich noch nie war. Jetzt verstehe ich. Also 3 Meter. Keine Ahnung. Da kommt dann ein Wasserfall und der ist doch schon 10 Meter tief. Ach, das kenne ich mich nicht aus. Ich sag dir, Zahlen und Flüsse, das ist nicht mein Ding. Jetzt verstehe ich, warum du immer gesagt hast, dass deine ganzen Mathe-Lehrer alle in Rente gegangen sind. Ja, was hast du denn da gerechnet? Ich habe wieder so eine schöne Rechnung gemacht. Okay. Wenn der jetzt 1 Meter tiefer geht pro Kilometer und ich rechne, dass der jetzt 500 Kilometer lang ist, was er wahrscheinlich nicht ist, aber dann hätte ich insgesamt 5 Kilometer. Ups, dann habe ich ja 0,5 Kilometer. Naja, ich habe trotzdem 5 Kilometer. Ja, man muss erschreckend feststellen, dass die Rosi da überhaupt keine Relation hat. Nein. 3 Meter, wenn wir das Wasser aus dem Aquarium rauslassen, haben wir doch schon über 3 Meter gefehlt. Da mache ich nie mit. Da bin ich nie dabei. Also sowas kann ich einfach überhaupt nicht einschätzen. Was ist tatsächlich? 5170 Meter. Insofern bist du exakt nah dran. Ich mache ein K vor dem M. Ich schreibe mal noch ein K hin. Nein, das gilt nicht. Das gilt nicht. Ich nehme Brot. Ich nehme, die sind eine schöne Farbe. Guck, das ist Perlmutt. Wunderschön. Wieder mit Punkte, die hatte ich schon mal, glaube ich. Aber vielleicht ist die jetzt scharf, dann brauche ich Wasser. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich auch. Ja, dann zeigt es uns doch mit dem Daumen hoch oder schreibt uns Kommentare. Wir freuen uns. Und dann bis zum nächsten Video. Freuen wir uns auch wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. I want your